Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Ja, und wir sind immer wieder auf meiner Insel, auf meinem Inselchen immer noch und sammeln hier erstmal den ganzen Tin ein, den ich hier eigentlich verarbeiten wollte, aber jetzt ist mein Inventar voll. So, hier ganz viel Pulverized Tin Ore, das ist auf jeden Fall genug. Oh, nee, shit, das wollte ich gar nicht. Ich wollte keine Plastic Sheets machen. Nein! Das habe ich falsch geguckt. Ich dachte, das wären Plastic Sheets. Nein! Ich brauchte das Raw Plastic. Was tue ich denn da? Och, nö. Ja, das war jetzt ultra dämlich. Aber wirklich. Na, Scheibenkleister. Okay, Tenor das da rein. Hier. Da haben wir jetzt auf jeden Fall genug davon. Hier ist noch mehr Pulverized Tin Ore. Auch der wird hier verarbeitet. Pulverized Tin Ore, den kann ich mal zurückpacken. Beziehungsweise den schmeißen wir mal kurz hier hin. Und dann wird er eingesogen. Hier jede Menge. Wunderbar. Das können wir mal wegnehmen. Den Ferrous Block, beziehungsweise das Nickel hier, nehmen wir mit. Packen es hier rein und sind glücklich. Okay, hier wird aufgeschmolzen. Und dann machen wir uns das Tin-Upgrade zweimal. Das kommt damit rein. Okay. Hier kann ja gerade noch nichts ankommen. Nee, da kann noch nichts ankommen. Hier kann auch nichts ankommen. Allein schon, weil der Sludge-Boiler hier gar nicht funktionieren kann. Ja, kriegen wir schon hin. Hier könnten hier gerade mal die Plattform so ein bisschen wieder abschließen, bevor ich hier irgendwie runterfalle. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass ich hier jetzt runterfalle. Was habe ich eigentlich für die ganze Zeit für Zeug dabei? Ach ja, das ist Gerda, stimmt ja. Dann kann die Inver-Achse eigentlich weg. Die brauche ich jetzt ja nicht unbedingt. Und Stonehammer und so. Ich habe so viel Zeug in meinem Inventar. Charcoal, hier ist noch Dirt. Die Jude Dörde. Das kommt alles mit. Den Sand hier kann ich auch mitnehmen. Ja, also er arbeitet und arbeitet und arbeitet hier. Das läuft ganz gut. Den Dust, oh, kein Dust mehr drin, das ist schlecht. Den würde ich ja schon gern mitverarbeiten. Okay. Läuft alles. Ich würde jetzt gerne das Ding in dieser Folge ans Laufen kriegen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Redstone für Redstone-Leitungen. Machen wir es ganz einfach. Ich nehme den Sand und, warte kurz, ich kann natürlich auch hingehen und den Sand hier allesamt nochmal da oben reinpacken. Dann macht er mir daraus. Ich pack das da rein, ich pack das, 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 alles da rein. Wird halt mal das verarbeitet, ne? Komm, Cobblestone nehmen wir raus, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kommt raus, das packen wir damit drauf. Und dann kriegen wir hier ganz viel Sand und Dust um die Ecke. Das Zeug kommt auch raus. Zumindest theoretisch. So. Das da rein. Hier muss ich jetzt noch den Sand rausholen. Den Dust kann ich da auch rausholen. Sand da oben rein. Ja. Hup. Was will ich jetzt gerade eigentlich? Hier, den Dust da rein tun. Theoretisch, wenn ich noch Dust hätte. Oh, ich habe keinen Dust mehr. Das wird da alles reingepackt. Jawohl, ja. Gut, kommst du bald jetzt. Ich habe hier noch einen Igneous Extruder. Warum? Die wollte ich da oben nochmal draufpacken. Ich bin schon wieder voll durch den Wind. Ich nehme hier zu selten auf. Viel zu selten. Das darf ja nicht wahr sein. Gut, wir brauchen mehr Redstone und wir brauchen auf jeden Fall hier auch das Tin. Rin, Tin, 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 Tin. Was tue ich da? Weg damit. Wir können den Cobblestone hier vielleicht mal kurz zwischenlagern. Sonst habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Wäre auch ganz unschön. Komm, tu es. Mach es. Come on. Und nochmal. Hier können wir dann die nächste Ladung Tin durcharbeiten. Jetzt wollte ich hier. Ich brauche noch ein. Habe ich noch Gold? Eigentlich. Gold or Dust. Ich brauche noch Goldbarren, ne? Ja. Dann sollte ich hier vielleicht nochmal Gold einschmelzen. Sonst bringt mir das alles nichts. Ohne Gold Nugget bringt mir das nichts. Ach, Scheibenkleister. Was ist hier gerade drin? Zu wenig irgendwas Interessantes. Hier ist noch ein Steam Dynamo drin. Was ist das? Ach, Limestone, genau. Hier ist, hier ist noch viermal das drin. Den können wir doch nehmen. Limestone, Limestone. Hier ist auch noch ein Leadstone Energy Conduit. Ja, ich wundere mich, warum ich nicht genug habe.
Wenn das überall rumfliegt, nur nicht da, wo es sein soll. Das gibt's doch nicht. Genau. Jetzt kann ich die beiden. Ne, das sind Item Ducts. Sleepstone Energy Conduit. Komm mal her. Dich setzen wir da dran und dann verbinden wir dich früher oder später hiermit. Ach ja. Okay, zwei Tinblöcke. Das müsste ich eigentlich schon wieder ausgießen können. Jawohl. Und dann kann ich auch das Gold hier reinpacken. Hallo? Wieso tust du nicht? Blödes Ding. Habe ich hier Gold. Genau. Ich wollte ja noch einen Goldblock da mehr reinpacken. Dann habe ich mich wieder genau, habe ich es genau passend. Ihr kommt da oben wieder rein. Zumindest theoretisch. Genau. Und der letzte Gold, das letzte Gold, oh, das wird ja auch aufgeschmolzen. Mitnehmen. Gut. Dreimal Block of Tin. Oh ja, 27 Tin. Damit kann man arbeiten. Jetzt muss ich nochmal gucken. Bronze, Silber, nee, Tin Upgrade wollte ich gerne haben. Raw Plastic. Ich brauche insgesamt 6 Raw Plastic, Golden Nugget, 2 Redstone und jede Menge Tin Ingots. Ach, ich bin so ein Horst. Wieso habe ich das Raw Plastic verarbeitet? Ach, das riecht mich auf. Ah, Gold. Gott sei Dank. Während hier der eine Block noch aufgeschmolzen wird. Nee, das reicht ja schon. Ha, das reicht ja schon. Natürlich reicht es schon. Come on. Komm schon. Give it to me. Honey. So. Ist das letzte hier schon aufgeschmolzen? Jawohl, dann kann ich den auch schon wieder ausgießen. Und hier den nächste Tin reinschmeißen. Wonderful. Block of Tin. Block of Gold. Hier machen wir uns einmal Gold Nuggets. Die kommen da unten rein. So, zweimal. Eins, zwei Redstone. Eine Lage Raw Plastic. Und hier oben kommt das Tin Ingot hin. Okay, das wäre das erste. Jetzt muss ich noch zwei. Brauche ich noch zwei Redstone. Ach, drei sogar. Ja, cool. Drei Redstone. Und das Raw Plastic. Dafür muss ich, glaube ich, das Rubber verarbeiten. War das nicht so? Glaube schon. Nee, das muss ich verbrennen. Verbrennen muss ich das. Hier. Ich pack's einfach mal da rein. Da müsste jetzt eigentlich Raw Plastic rauskommen. Drei Stück brauche ich. Come on. Rubber Bar. Und wenn ich die jetzt nochmal verbrenne, müsste ich da hinkommen, oder? Habe ich hier zufällig noch Rubber Bars drin? Nee. Sieht nicht so aus. Ja, dann kriege ich Raw Plastic. Okay, einmal das Raw Rubber. Ich häng fest. Scheiße. Was soll das? Wie häng ich hier fest? Oh oh. Oh Gott, das ist doch. Ja, das ist hier absolut so ein blöder Bug. Ganz blöder Bug. Dass man hier festhängt in dieser Tür. Das habe ich schon öfter gehört. Okay, Tür ist wieder da, wo sie hingehört. Okay, jetzt wollen wir dir mal das Tin-Upgrade geben. Wo hast du denn das Tin-Upgrade? Boing. Jetzt müsstest du theoretisch hier die Bäume wegschnitzeln können. Oder? Was sagst du dazu? Ja, da wird geschnetzelt. Da wird gearbeitet. So, das war das jetzt kurzzeitig mal so. Hallo? Ah, jetzt kann er die Items wahrscheinlich gerade nicht rausfinden, weil hier ein Servo fehlt, oder? Er braucht hier garantiert ein Servo, oder? Servo must be installed for control. Oder muss ich hier einfach nur sagen. Nee, das ist ein Eingang aktuell noch. Muss mal so. Ah, das war der Fehler. Okay, und hier müsste jetzt. Theoretisch müsste hier Sludge kommen. Jetzt hat er keine Energie mehr. Jetzt fehlt ihm hier Energie. Okay, aber die Sludge müsste sich hier auffüllen. Jetzt fehlt ihm hier die Energie. Okay, ich muss definitiv mehr Magmatic Dynamos unten reinpacken. Aber das funktioniert schon mal. Er kann die Sachen abführen
Und theoretisch müsste hier jetzt Holz ankommen. Ja, da kommt Holz an, da kommt Holz an. Und da kommen auch die Dinger an. Uah, nee, Kollege, so nicht. Ich möchte das gerne alles hier verschließen, damit er mir die Setzlinge hier reinschmeißt. So soll das nämlich sein. Perfekt. Okay, das funktioniert schon mal. Könnten wir nochmal was essen? Lecker, lecker. 19 Holz direkt mal bekommen. Läuft doch. Lecker, lecker Bäumchen. Gut, die Sludge. Kommt die jetzt schon hier unten an oder kommt die noch nicht an? Ja, hier ist Sludge. Okay, dann sollte ich mir jetzt die Sludge hier rausholen können. Oder? Ne, ich muss die Sludge vermutlich. Ach, geht das? Das geht. Ach, ne, ich muss die irgendwie von oben holen. Na, aber jetzt müsste oben natürlich auch Sludge drin sein. Bei dem Ding. Theoretisch und so. Wie sieht es hier energietechnisch aus? Wir haben keine. Weil das Ding da oben so viel Energie frisst. Okay, ich brauche mehr Magmatic Dynamos. Ich muss mir mehr Magmatic Dynamos bauen. Alles kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, haben wir hier zufällig schon ein bisschen Sludge. Na, noch nicht genug. Noch nicht genug. Aber bald, dann kann ich mir ein Bucket rausholen. Dann muss er unten nicht nur Energie schaffen, um da unten... Warte mal, was ist denn hier los? Hier könnten wir doch mal... Wo haben wir es denn hier? Und wieso... Ach ja, er kann auch nicht mehr planen, weil er das Tin-Upgrade noch nicht hat. Ich wollte hier noch eine Fackel hinstellen. Da, Fackelchen. Perfekt. Hier arbeitet er ganz fleißig. Ja, super. Super, puppe. Es läuft. Läuft so, wie es laufen soll. Ach ja. Okay, hier ist mal wieder kein Dust zum Sieben, anscheinend. Deshalb werde ich hier mal Dust einfüllen. Beziehungsweise ich packe hier mal den Sand komplett raus, sofern das mir möglich ist. Sand da rein. Hier Dust mitnehmen. Dust hier rein. Hier auch nochmal Dust raus. Da kommt auch Dust an. Okay, und... Passt alles. Dust oder Ende. Es läuft doch. Hier Sand raus, Dust rein. Dust rein, Sand raus. Gott, der Dust wird gesiebt. Ganz, ganz fleißig. Hier kommt immer mehr an. Ach, ein Apfel. Auch mal nicht schlecht. Die gibt es hier ja auch noch. Perfekt. So. Ich müsste noch das zweite Tin-Upgrade machen. Dafür brauche ich natürlich das Raw Rubber von oben. Das Rohrrubber. Und das müsste jetzt eigentlich auch der Sludge-Bucket fertig sein, oder? Hüpf, hüpf. Dude, Sludge-Bucket. Immer noch nicht genug Sludge. Gibt's ja nicht. Komm, mach doch mal einen Baum wachsen. Muss ich erst nachhelfen hier. Komm schon, bau den Baum ab. Ja, da ist die Energie weg. Und Sludge genug. Wunderbar. Sludge-Bucket. Und dann können wir die Quest abschließen, oder? Dann müsste ich doch theoretisch die Quest abschließen können. Manual Detect. Perfekt. Wir kriegen Flux Infused Sickle und Quarter of Heart. Und wir können wählen Ender Lily Seeds oder Seeds oder Tomato Seeds. Ne, wir nehmen auf jeden Fall die Ender Lily Seeds. Die brauche ich dringend. Yo, wir haben ein Tin-Upgrade und ich brauche einen Precision Sledgehammer. Okay, Precision Sledgehammer. Werden wir hier nochmal kurz das Zeug mitnehmen, da reinpacken und hier die Charcoal rein. Oh, mein Inventar ist so voll. Raw Plastic haben wir hier noch eins. Flux Infused Sickle, die ist ziemlich gut, aber der ist auch ziemlich gefährlich. Komm, gib mir nochmal den zweiten hier. Dann kann ich mir das zweite Tin Upgrade bauen. Dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt. Können da oben ordentlich mit Schmackes, können wir da oben dann Zeug bauen. Raw Plastic Nummer 3. Perfekt. Ab zum Tin Upgrade. Auf zum Atem. Zum Tin Upgrade. Auf zum Atem. Oder zum Tin Upgrade. Wenn ich denn noch Redstone habe. Ich habe noch Redstone. Woohoo! Tin Upgrade. Klonk, 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 klonk. Und den Precision Sledgehammer. Plastic Sheets und Sticks. Plastic Sheets habe ich oben noch.
Ja, dann haben wir die Quest auch gleich fertig. Ja, läuft ja bei uns hier in der. Läuft hier wie am Schnürchen. Hüpf, hüpf. Baum ist da. Plastic Sheets. Hatte ich doch hier noch genug, oder? Ne, die sind da. Da sind sie. Sticks habe ich auch noch. So. Tock, tock, tock. Precision Sledgehammer, den können wir hier morgen kurz reinpacken. Beziehungsweise hier in die Werkzeugkiste kommt gerade mal die Inver-X rein. So. Das Schöne am Precision Sledgehammer ist, man sieht, wo hier die, wie die Reichweite ist von der ganzen Geschichte hier. Gut, gehen wir mal hier unten hin und sagen jemand, hey, du kriegst von mir ein Tin-Upgrade. Und rampa-bam-bam, pflanzt er hier mit voller Gewalt sämtliche Bäume hin. Boah, jetzt läuft das gleich hier. Hier, Bäume sind schon leer. Energie fehlt so ein bisschen. Also ich muss auf jeden Fall für Energienachschub sorgen. Und ich muss auch dafür sorgen, dass unten Energie jetzt endlich zum Sludge-Boiler kommt. Ja, da habe ich noch einiges zu tun. Gut, ist hier schon ein neues Redstone angekommen? Nein, natürlich nicht. Kein Redstone für mich. Das eine können wir dann nochmal reinpacken. Okay. Boah, ist mein Inventar voll. Gibt's doch nicht. Äpfel packe ich da wieder rein. Hier habe ich noch jede Menge Zeug, das kann ich auch mal wegpacken. Und dann muss ich mir noch überlegen, welche Bäume ich denn sonst noch so pflanzen will. Das steht ja auch noch an. Wir haben ja nicht nur die eine Sorte Bäume, wir haben noch eine andere Sorte. So, das Gold packen wir da so zusammen und dann allesamt da rein. Tin Ore Dust. Okay, fast fertig. Hier wird gerade geschmolzen. Okay. Gehen wir mal nach oben und sagen dem Planter mal, was er jetzt noch tun soll. Ich möchte nämlich nicht nur die eine Art Bäume, ich möchte eine andere Art Bäume. Ich möchte natürlich auch gerne, dass er mir so ein paar Rubber-Geschichte da hinbaut. Da packen wir wieder einen Notfall. Ach, das ist doch hier. Die ganze Zeit. Da nicht, sondern hier muss ich hin. Und ihnen dann sagen, dass er bitte auf die drei hier das bauen soll. Und dann kommt gleich hier, Römpebam, müsst ihr eigentlich hier die Dinger hin planten. Oder habe ich das jetzt falsch rum? Wahrscheinlich so rum oder sowas in der Art. So vielleicht? Ah, okay, das war die richtige Seite. Das nehmen wir mal weg. Oh, es ist jetzt aber gefährlich hier. Ich muss hier schon ausleuchten, sonst ist es gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Okay, die hat er alle gepflanzt. Was tue ich denn da? Hilfe, jetzt pflanzt er, was er will. Okay, pflanz halt, was du willst. Ist mir auch egal. Ist nicht so schlimm. Er hat gerade nicht mehr genug Energie. Auf jeden Fall, das arbeitet. Das ist gut. So, questtechnisch müsste ich jetzt auch theoretisch... Habe ich jetzt die Quest schon abgegeben? Nee, ne? Nee, ich möchte gerne den Reward Bag. Wunderbar. Und dann geht's hier mit Moving Power weiter. Wir brauchen Red Net Cable, Hard Energy Conduit und Redstone Energy Conduit. Ach du liebe Bitte. Gut. Erstmal habe ich hier noch genug für ein Herzchen, oder? Herzilein. Ich habe ein volles Herzilein. So. Wie viel Platz ist hier noch? Oh, da ist gerade noch genug Platz, um hier den Sludge-Bucket wieder reinzupacken, oder? Nee, macht er nicht. Nö, das will er nicht. Die Sludge habe ich jetzt hier an mir dranhängen. Na gut, ich würde sagen, wir machen ja wieder eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und hoffen, dass wir hier ganz, ganz fleißig, ganz, ganz viel Redstone bekommen, um hier weitermachen zu können. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.